Die Goldene Nika, heuer von der Jo Thomas, einer Klangkünstlerin, Komponistin aus England, ist so ein richtig klassisches Werk eigentlich der Klangkunst. Sie setzt sich in sehr spannender Weise mit wissenschaftlichen Umgebungen, Realitäten aus. Sie hat Zugang bekommen zu einem großen Synchrotron in England, also Synchrotron, das sind diese Teilchenbeschleuniger. Das ist jetzt nicht so ein Riesending wie der in CERN, der voriges Jahr auch unser Thema war, sondern ein wesentlich kleinerer, der vor allem dafür eingesetzt wird, extrem präzise Lichtstrahlen, Röntgenstrahlen zu erzeugen, mit denen man dann in unheimlich kleine Räume hineinmikroskopieren kann. Das Problem ist immer, wenn ich mit normalem Licht auf etwas schaue, Licht ist sowas Grobes, so eine Lichtwelle ist so riesengroß für diese Mikrowelt, dass man gar nichts mehr sehen kann damit. Und wenn man dann diese hochgezüchteten Röntgenstrahlen von so einem Synchrotron hat, dann kann man plötzlich bis in die Mikro- und Nanowelt hineinschauen. Dafür ist diese Forschungsanlage gebaut und sie hatte die Möglichkeit, rund um dieses Forschungszentrum dort Aufnahmen zu machen, Töne aus diesem Forschungszentrum zu verwenden, aber dann auch in einem kompositorischen Prozess die Geschwindigkeiten, die Dynamiken von solchen Teilchen, die da mit nahezu Lichtgeschwindigkeit im Kreis laufen, die abzuleiten und zu übertragen in eine Komposition. Und vielleicht schauen wir kurz einmal, oder hören wir kurz einmal rein. Und es gibt auch ein Foto, wo man Jo Thomas dabei sieht, wie sie dort in diesem Synchrotron diese Performance aufführt.